Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Barclays Weg zur Krone, einer Community-Kampagne von Garp. Und das ist womöglich die letzte Folge, die wir jetzt hier spielen werden. Kann es nicht genau einschätzen, vielleicht. Wir müssen jetzt nur noch den König erobern, sozusagen. Also die Krone erobern. Wir müssen jetzt nur noch zugreifen. Oh, shit, okay. Ziehen los! Und, danke, dass der Falke diese Feuerfelder für mich ausgelöst hat. Das ist schon echt nett, muss ich sagen. Wir werden jetzt hier einen Tribok aufstellen und mal gucken, ob ich diesen Turm hier treffen kann. Falls ja, werde ich die anderen Tribocke da auch noch mitschicken. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my lord. Meine Armee steht bereit zu schlagen. Theoretisch könnte ich jetzt schon einfach durchmarschieren. Ja, ich könnte jetzt einfach schon hier hoch, dann hier über die Bresche rein, diese Leiter hoch, das Tor aus einnehmen, mit den Streitkolbenkämpfen und dann den Panzerblock reinschicken. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen riskant. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht gut gehen. Und dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen Vorbereitung treffen, glaube ich einfach. Und ich möchte da jetzt ganz gerne noch mehr Streitkolbenkämpfer mit hinterher schicken. Diese Einheit auszubilden. Das ist jetzt das Ziel. Schwerter verkaufe ich jetzt sogar mal. Dass ich das mal mache, ey, hätte ich auch nicht gedacht. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my lord. Ich brauche das Geld, um mehr Einheiten an Streitkolbenkämpfern auszubilden. Wir haben schon 100. Aber ich würde mich mit 200 ehrlich gesagt ein bisschen wohler fühlen. Und, ja. Mhm. Unsere Werkzeuge sind bereit. Im Übrigen wird es so sein, ich habe schon eine weitere kleine Minimap, Community-Map, schon ins Auge gefasst, die wir hier nach diesem Projekt schon spielen stehen werden. Stehen zur Verfügung. Das ist auch eine coole kleine Story 2 Community-Kampagne. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Ja, Freunde, jetzt müssen wir aber nur noch treffen. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my lord. Jesus Christ, das kann ja ewig dauern. Gebt uns etwas zu tun. Brechen auf. Baumeisterabteilung zieht los. Ich teste mal kurz. Kann ich da hin, ohne dass die getroffen werden? Aber Fakt ist, bis der Turm nicht weg ist, brauche ich hier gar nicht versuchen, hochzukommen. Unsere Truppen werden angegriffen. Bogenschützen in Bewegung. Die Männer sind guter Dinge. Okay, also dort zu stehen würde theoretisch funktionieren. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my lord. Oh, aber Treffer sind möglich. Euer Gnaden? Ja, Sire. Wir sind einsatzbereit. Genau nach Plan. Ich schicke die aber nicht weiter vor. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Ich versuche dann auch gleich mal hier und also den Turm zu treffen, das wäre natürlich ein 10 von 10 Jackpot, wenn das gehen würde, aber ich glaube nicht, dass es geht, ganz ehrlich. Unsere Sehnen sind gewachst. Aber der Turm muss erstmal weg. Das wird eine Weile dauern, aber wir können ja das Tempo im Zweifel noch ein bisschen hochziehen. In der Zwischenzeit sammle ich, wie gesagt, noch Streitkolbenkämpfer zusammen. Rekruten benötigt, Sire. Boah, Junge, Junge. Oh, die Bögen kann ich gut verkaufen, Lanzen kann ich verkaufen. Wie teuer Streitkolben sind, ne? Das ist schon... Nein! Jetzt habe ich alle Harnische verdickt, scheiße. Na gut, egal, dann lieber so rum. Die Harnische kommen Waffen im Gegensatz zu den Streitkolbenkämpfern relativ schnell rein. Gebt uns nur ein Ziel. Gehen los! Ah, hier ist halt Gebüsch, Rücken vor! Ne? Euer Zeichen, okay, ich glaube, ich muss mal... Ort bekannt! Bogenschützen unterwegs. Die Einheiten jetzt leider in den Sumpf schicken. My lord. So leicht ziehen jetzt tun. Los. Ziehen los. Wie können wir dienen? So, ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal da hochschießen. Baumeister zu Diensten. Bewegen uns. Brechen auf. Baumeisterabteilung zieht los. Perfekt. Braucht ihr etwas? Ja, Sire. Wie lautet der Plan? Unsere Werkzeuge sind bereit. Genau nach Plan. Mist, den habe ich. Stehen failed. Zur Verfügung. Aber warte mal, ich Bogenschützen, doch... bereit machen. Gebt uns etwas zu tun. Das hätte ich mir jetzt auch Gehen sparen los. Können. Boah, das wird jetzt eine Weile dauern, bis sie den Turm da weggeschossen haben. Euer Gnaden? Ey. Wir sind einsatzbereit. Ah, die hinteren zwei können nicht. Okay, na gut. My lord?
Na dann zerschießt mal den Turm da. Wenn der weg ist mit der Balliste, wäre das auch noch ganz gut. Wie können wir dienen? Oh ja, ist Rücken ja gut, vor. Ich hab's verstanden. Unsere halt Feinde nicht. Greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Gut. Das dauert ja echt noch seine Zeit, bis das funktioniert, ey. Na gut, in der Zwischenzeit kann Was ich ja schon mal... Was bekümmert euch, Sire? Eins, unser beider Schicksal ist zwei, eines. Mein Schwert ist das drei, eure. Ich folge eurem Banner. Vier. Reihen halten! Augen auf, Männer! Weiter! Die kann ich ja schon mal reinschicken. Unsere Feinde hier. Greifen eine unserer Länder rein an, my Lord! Hehehe, perfekt. Im richtigen Zeitpunkt kamen jetzt hier 50 Arnische an. Sehr gut. Ich glaube, mit Streitkommenkämpfern das zu regeln, ein Großteil da, gerade diese schnelle Erstürmung, das wird mir, glaube ich, schon echt gut helfen. So. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Sieht schon gut aus hier. Problem ist nur, ich muss die... Wobei, ich habe jetzt wieder so viel Gold schon. Ich kann mir jetzt neue Tribocke eigentlich relativ easy peasy leisten. Diese Störtrupps hier vom Falken, die sind halt natürlich echt gut, um immer wieder mal abzutasten, dann wo hier noch weitere Pechfelder sind. Da kann ich die da schön da reinrennen lassen. Idioten. So. Waffen benötigt, Sire. Nochmal 100. Jetzt haben wir schon 200 Streitkolbenkämpfer. Das dauert doch einen Tag. Da fliegt Unsere er. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Kommt schon, Freunde, das kann nicht so schwer sein. Warum schießt der denn immer daneben, ey? Nervig. Ach, ich lasse mir da jetzt Zeit, ich genieße das jetzt. Manchmal hat die Mission mir echt, also diese Kampagne mir echt Kummer bereitet, muss ich sagen. Woo! Baumeister zu Diensten. Braucht ihr etwas? So, der Turm ist hinüber, der kann da so stehen bleiben, wie er jetzt steht, als Relikt. Als Mahnmal der alten Königsburg. Alles andere mit dem Erdboden gleich gemacht. Junge, da kommt die Streitkolbenkammer. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Oh shit, was? Sag mir jetzt nicht, der besetzt den Turm neu. Dann muss ich ihn doch wegmachen. Wie sie hochgleiten, wie sie hochschweben. Hui! Nee, okay, dann muss er doch weg. Wie lautet der Plan? Dann muss er doch weg, leider, der Turm. Hatte gehofft, Unsere dass ich Werkzeuge das nicht machen müsste. Sind bereit. So, okay. Oh, warte mal. Ah, leider nur der Erste schafft es, diesen Turm dazu anzugreifen. Oh, warte Unsere mal, das ist Feinde ein Problem. Greifen eine unserer Ländereien an, mein Schießen Lord. Jetzt viel weiter. So, okay, jetzt ist auch egal. Na gut. Stehen zur Verfügung. Gebt uns etwas zu tun. Hier können wir noch ein paar Kühlen schmeißen. Bereite Kadaver vor. Hier kommt die Kuh. Ah, er schickt hier immer wieder nochmal Reservetrupps hin. Aber gut, die werden natürlich jetzt nichts groß machen. Wir sind eure Leute. Lösen uns auf. Gut. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Dann brauche ich jetzt ein paar neue. Die ich so ein bisschen hier vorne hinstelle. So hier so hin. Ort bekannt. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Bögen werden singen. So, boah, guckt euch diese Armee an, ey. Scheiße. Warte. Die Armee, die den König zu Fall bringen wird. Ah, Mist. Das ist schon ein massives Heer. Kann man, denke ich, so sagen. Ein schöner Anblick, wie ich finde. Sehr schöner Anblick. So, okay, weiter geht's. Wir sind bereit. Ziehen los! Unsere Truppen werden angegriffen! Pikiniere sind relativ schnell abgeschossen, wie ich sehe, ne? Gut, unsere Bögen sind ungeduldig.
Unsere Feinde greifen eine unserer Länder rein an, my lord. Ich kann die auf dem Berg tatsächlich nicht treffen, ey, ne? Auf die Plätze, Männer! Schon ein bisschen ernüchternd ist es ja schon. Euer Gnaden? Ziehen jetzt los! In Bewegung! Ja, die werden da jetzt mal ein paar Feuerfelder auslösen wahrscheinlich, oder? Na gut, je mehr ich hier schon mal weghauen kann, desto besser. Unsere Feinde greifen eine unserer Länder rein an, my lord. Ziehen los! Wir sind einsatzbereit. My lord, bewegen uns! Bogenschützen, vorbereiten! So, aber ich muss die hier mal wegmachen, die stören mich da nämlich. Wie können wir dienen? Brechen auf! Baumeister zu Diensten. Braucht ihr etwas? Wie lautet der Plan? Baumeisterabteilung zieht los. Ja, Sire. Ja, Sire. Genau nach Plan. Unsere Werkzeuge sind bereit. Wie geil der Falke da jetzt auch vorkommt. Stehen zur Verfügung. Gehen los. Da bestand eh keine Verbindung, sehe ich gerade. Gebt uns etwas zu tun. Boah, warte mal, ich speichere mal ganz kurz. Spiel gespeichert. Ich mal kurz neu laden, die Kamera ist gerade ein bisschen nervig. So, jetzt besser. Ja, jetzt kann ich nur noch links und rechts und nicht hoch und runter. Das war gerade ein bisschen nervig gewesen. So. Sagt nur, was ich tun soll. Die Armee kann jetzt schon Stück für Stück immer weiter vorrücken. Euer Gnaden? So, der Turm muss da auf jeden Fall weg. Oh ja, vielleicht kann ich ja auch eine Bresche direkt schlagen. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Kann ich nämlich direkt durchmarschieren. Unsere Feinde greifen eine unserer Länder rein an, mein Lord. Dann muss ich das Torhaus vielleicht nicht mal einnehmen. Meine, wie schnell die da oder wie weit die da jetzt vorrücken können, das ist schon krass. Wir sind einsatzbereit. Ich zelebriere das jetzt richtig. Aber den Gedanken, das Tor aus hier zu besetzen mit eigenen Schützen, ist schon ziemlich reizvoll. Ich habe ziemlich viele Schützen hier gerade. Geht es in die Schlacht? Wir bewegen uns. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Unsere Feinde greifen eine unserer Länder rein an, my lord. Ich greife an, sobald dieser Turm da weg ist. Dann greife ich an. Und dann werde ich dieses Mauerstück mit meinen eigenen Bogenschützen besetzen. Und ich werde mit Streitkolbenkämpfern über die Leiter hoch und das Tor aus und den Turm hier einnehmen. Perfekt, hier ist jetzt offen. Sehr gut, so soll es sein. My lord? Komm schon. Vielleicht eine Salve noch, das reicht. Wie können wir dienen? Unsere Feinde greifen eine unserer Länder rein an, my lord. So. Der Turm gilt jetzt in meinen Augen als zerstört. 120 Archers. Auf die Welle! Besetzen jetzt die Geschichte wartet. 200 Streitkolbenkämpfer nehmen jetzt diese Burg ein. Marschieren wir? Und 100 Lanzenträger unterstützen wir. Für unseren Herrn. Unsere Sehnen sind gewachst. Rauf auf die Welle! Ah, shit, das habe ich nicht bedacht. Macht den Streitkolben. Pass auf, dann lasse ich diese Lanzenträger da mal noch dieses Torhaus da einnehmen. Unsere Feinde greifen eine unserer Länder rein an, my lord. Ich genieße das jetzt. Ich genieße da jetzt jeden Moment. Gebt uns nur ein Ziel. Rauf auf die Welle! Das Torhaus gehört schon mal mir. Sollen wir jemanden schlagen? Listen, ne? Die sind ja schon echt schlimm. Euer Zeichen, Sire? Gehen in Stellung. Wo ist der Kampf? Ja, der Kampf ist hier unten. Wir töten alles, was sich bewegt. Bogenschützen, bereit machen. Ja, gut, dass sie da auch schon so Feuer auslösen, das ist schon gut. Streitkolben bereit.
Aber ich muss ja auf jeden Fall auch sind bereit. Diese Ballisten ausschalten. Das wäre wichtig. Was genau macht ihr da? Was ist eure Mission? Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my lord. Gut, Feuer einstellen. Baumeister zu Diensten. Braucht ihr etwas? So. Mein nobler Herr. Jetzt bin ich verwirrt. Bogenschützen in Bewegung. Na, ja, jetzt ist, denke ich, entspannt Hoheit. Machbar. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir sind eure Leute. Cool. Was bekümmert euch, Sire? Los! Können sich ja schon mal entspannt hier im Vorhof der Burg sammeln. Was? Ach, hier hinten ist schon weg, okay. Ja, ja die ziehen soll, los! Ihr sollt auf jeden Fall jetzt hier noch Fallen auslösen, damit die gepanzerten Leute. Unsere Feinde jetzt nicht greifen eine unserer Länder rein, Almeida. Bekommen. Macht den Streitkolbenkämpfern! Schön die Fallen auslösen. Feuerfallen und so haben sie ja schon ausgelöst. Alles entspannt. Was ist hier los? Gut. Eure treuen Bogenschützen. Ah, wie wir diese Burg zu einer Ruine verwandelt haben. Mann, sieht das geil aus. Mit diesen schwarzen Regenwolken hier im Hintergrund. Da ist noch mein Kram. Also, ist schon ziemlich awesome. Gefällt. Unser beider Schicksal ist gut, eines. Na dann. Beeilung! Auch zum letzten unsere Bögen werden Durchstoß. Singen. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my lord. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die königliche Burg schon meine Länderei ist. Leider kann ich nicht auf den Bergfried hochschießen, das ist ein bisschen ein Problem, aber ich kann ja immerhin die Nahkämpfer dezimieren. So gut es eben geht. Ich werde jetzt auch nicht durchmarschieren, ich lasse die jetzt alle abschlachten. Unsere Truppen werden angegriffen! Ich gucke mir das jetzt entspannt an. Ich wette im... Aha, guck mal, ich hätte den König fast so bekommen. Der war gerade beim Essen. Auch nice. Wir sind bereit. Die Männer sind guter Dinge. Ich hiete jetzt mal auch meine Schützen da komplett mit rein. Ja, okay. Ich denke, dann haben wir das jetzt hier eigentlich auch geschafft. Mein Schwert ist das eure. Ich folge eurem Banner. Sagt nur, was ich tun soll. Gut, dann haben wir es gemacht. Geht es in die Schlacht? Was sagt ihr, my lord? Da haben wir es. Edit. Also ein kleiner Nachtrag, der jetzt hier noch steht. Im Thronsaal angekommen. Seht ihr einen alten und gebrechlichen Mann im Thron sitzen. Ihr nehmt euer Schwert und rammt es den König in die Brust. Dieser klammert sich noch an seine Krone und mit dem letzten Atemzug sagt er, sie zu bekommen ist einfacher, als sie zu halten. Ja. Und das war's gewesen. Das war die Kampagne von Garb. Auf jeden Fall eine sehr coole Kampagne. Ich muss natürlich dazu sagen, dass er natürlich sehr tryhard war. Und jetzt leider nicht so gut für Spieler, für Casual-Spieler wie mich jetzt geeignet war. Es gab ja einige Missionen, wo ich einfach nur frustriert war, also wirklich frustriert war und das einfach ganz schrecklich fand. Muss ich auch ehrlich sagen, da stehe ich auch dazu. Grundlegend aber von der Gestaltung her und vom Aufwand, der da reingesteckt wurde, war das natürlich eins der höheren Kaliber, die man halt sich vorstellen kann. Also war es auf jeden Fall eine der besten Kampagnen, die ich auf jeden Fall gespielt habe. Wie gesagt, hier und da leider ein bisschen schwierig oder ein bisschen für meinen Geschmack zu extrem gebalanced. Aber grundlegend auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr coole Kampagne, die ich nur empfehlen kann. Und ja, wie gesagt, ihr findet unter jedem Video, was ich hier aufgenommen habe zu dieser Kampagne, findet ihr in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Link zur Kampagne. Und es wird so sein, dass ich jetzt demnächst, nochmal eine andere Community-Kampagne spiele. Und ich habe auch nochmal vor, hier so eine geremakte Version der
normalen Kampagne zu spielen. Also da gibt es noch ein paar Überarbeitungen hier, die Missionen auch ein bisschen knackiger und nochmal ein bisschen schwieriger gestalten und nochmal ein bisschen anders gestalten. Von daher heißt es ja auch Remake sozusagen. Und das würde ich auch nochmal spielen in Zukunft mit euch zusammen. Und ja, also die Map, die nächste Map, die wir uns angucken, heißt Stellvertreterkrieg. Die kann ich jetzt hier schon mal ein bisschen anteasern. Das wird diese Map sein. Die hat auch 3-4 Missionen. Und die wird auch so eine Spielzeit von so 1-2-3 Stunden haben. Das werde ich auch so ein kleines Mini-Projekt draus machen. Und dann gibt es dann noch ganz andere Sachen, die es ja auch noch gibt. Die habe ich mir schon mal ein bisschen auf Halde gelegt, ja. Und da wird es also noch ein bisschen was kommen an Stronghold 2 Community Content. Wenn ihr übrigens noch selber coole Stronghold 2 Community Karten kennt, schickt ihr mir einfach mal gerne auf Discord. Da gucke ich mir die mal an, wenn ihr sagt, ey, guckt da mal rein, das könnte sich eignen für ein kleines Let's Play, für ein Mini-Let's Play oder zumindest für ein größeres Video vielleicht mal oder so. Dann schickt mir gerne rum. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Für mehr Stronghold Content lasst auf diesem Kanal gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns in einer weiteren Stronghold 2 Community Lab oder in einem anderen Stronghold Projekt hier an dieser Stelle wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.